Als einer der Verantwortlichen für eine internationale Konferenz war ich vor einem halben Jahr gerade dabei, all die Fachvorträge, die Titel zu übersetzen, ins Deutsche, weil wir das Programm in Deutsch und Englisch anbieten. Dabei fiel mir ein Titel auf, eines Professors. Der war so lang, dass ich schon alleine gedacht habe, der passt nie aufs Programm, selbst mit Abkürzungen noch so lang. Und eine Abkürzung da drin, COF. Eigentlich wusste ich so ziemlich aus meinem Fachgebiet, was das wohl heißen könne, obwohl es gar keine offizielle Abkürzung ist. Ich bin ein Maschinenbauer, da heißt es dann, habe ich gedacht, es könnte der Reibungskoeffizient sein. Aber bevor du falsch liegst und das in gedruckter Form an 500 Leute geht, habe ich gedacht, ich schaue noch mal nach, vielleicht gibt es ja noch andere Bedeutungen, die da hineinpassen. Nachdem der Titel auch ziemlich hochgeistig war, habe ich gedacht, wenn du da was falsch verstanden hast, dann wird das schwierig. Ja, so. Und dann habe ich einfach, was macht man dann im Internet geguckt, gibt es da noch andere Bedeutungen dafür. Für dieses COF, der erste Link, den ich dafür fand, betraf etwas völlig anderes. Und was ich dort gefunden habe, das durchzuckte mich förmlich. Dort stand nämlich COF vor, das stand für Folgendes, Church of Fear, Kirche der Angst, zu Deutsch. Und das wurde dann weiter erklärt. Gemeint waren damit alle totalitären Machtstrukturen, die systematisch Angst verbreiten. Ob nun Kirchen, Regierungen, Unternehmen. Alle, die Angst systematisch benutzen, um Menschen zu unterdrücken oder sie eben sozusagen willig zu machen. Was ich mich dann gefragt habe, ist, warum haben Sie es gerade Church of Fear genannt? Warum haben Sie gerade Kirche der Angst dazu gesagt? Warum nicht Regime der Angst? Warum nicht System der Angst? Warum gerade Church of Fear? Und anscheinend war wohl denen, die diesen Namen kreiert haben, eine Kirche als die Institution in Erinnerung, wenn es um Angst und Unterdrückung ging. Und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt, weil diejenigen, die das geschrieben haben, unserem abendländischen Kulturkreis ganz eindeutig zuzuordnen waren. Und ich mich dann schon gefragt habe, meinen Sie eine Kirche im christlichen Gewand, dass sie eine Church of Fear sei, dass Kirche der Angst im Christentum zu Hause sein soll? Und die Frage, die ich mir dann sofort gestellt habe, ist, kann das wirklich Gottes Absicht sein, Angst als seine Methode, Angst als sein System? Nun bin ich in einem System aufgewachsen, das ebenfalls Angst als Methode verwendet hat, im Kommunismus. Angst als Methode, um Andersdenkende gleich oder gar auszuschalten. Und solange man sich an die Regeln hielt, war das System der Angst vordergründig gar nicht so sehr zu spüren. Wenn nicht, dann schon. Heute gibt es dieses System, die deutsche Lesart des stalinistisch geprägten Sozialismus, nicht mehr. Es hatte sich Gott sei Dank überlebt. Doch wenn man heute so um sich schaut, hat es den Anschein, dass diese Systeme der Angst auch in der heutigen sogenannten aufgeklärten Welt wieder in Mode kommen. Da gibt es gar nicht weit weg von hier Präsidenten, die die andersdenkende Presse eliminieren. Ganz einfach mit dem Argument, ihr seid Terroristen. Da gibt es Machthaber, die gezielt Falschnachrichten kolportieren, um Ängste zu schüren. Überall, wo man hinschaut. Und da gibt es auch in Deutschland Parteien, die dazu einladen, andersdenkende Lehrer anzuschwärzen. Hier in Deutschland. Doch dann hat sich schnell mein Denken gewendet. Nun ist es leicht, den anderen in den Fokus zu nehmen. Sind wir frei von diesen Methoden des Systems der Angst? Oder bedienen gar wir selbst uns ab und zu dieser Methoden? Beispielsweise in der Erziehung unserer Kinder, im Umgang mit anderen? Es ist kein Zufall, dass wir in der Bibel ziemlich viel zum Thema Angst finden. Das erste Mal übrigens gleich am Anfang, direkt nach dem Sündenfall. Ich lese euch das mal vor. Nämlich als Adam und Eva sich versteckten vor Gott
Und warum versteckten sie sich? Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 10. Da ist die Antwort darauf, ja? Die nämlich Adam gibt, als Gott ihn fragt. Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Vor dem Sündenfall hieß es noch, dass sie sich trotz ihrer Nacktheit nicht schämten. Und jetzt, ich fürchte mich, denn ich bin nackt. Ich glaube ja nicht, dass den Adam kalt war. Diese Nacktheit ist eher zu verstehen als, ich bin schutzlos. Ich bin dir ausgeliefert. Wer weiß, was du mit mir machen willst? Weil er weiß ja warum. Angst und Misstrauen anstelle von Liebe und Vertrauen. Weil dieses sollte Gott gesagt haben, Zweifel und Misstrauen säte. Und das mit großem Erfolg. Misstrauen hatte Vertrauen verdrängt. Und wir tragen bis heute daran. Doch schnell wird daran klar, wer dieses System der Angst in diese Welt gebracht hat. Es war eben nicht Gott, sondern die Schlange. Gott ist kein Gott der Angst. Er wurde und wird von Menschen nicht selten dazu gemacht, ob nun aus Unwissenheit, aus falscher Motivation oder aus Berechnung, dass manche Religion benutzen, obwohl sie selber gar nicht glauben, um Macht auszuüben. Wie vorhin im Bericht aus Eden gelesen, nach der folgenreichen Begegnung der ersten Menschen mit der Schlange, dann war sie da, die Angst und die Blöße. Wie antwortete Gott darauf? Seine erste Antwort steht vor den eben gelesenen Worten Adams. Gott war wieder mal im Voraus. In dem Vers unmittelbar davor, schon da fing seine Antwort eigentlich an, im Vers 9. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 9. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, Adam, wo bist du? Meint ihr wirklich, der Adam konnte sich vor Gott so verstecken, dass der nicht wissen konnte, wo er war? Ganz sicher nicht. Doch sein Adam, wo bist du, war sozusagen ein Brückenschlag zu dem Weggelaufenen. Sollte er auch sagen, lauf doch nicht weg von mir, oder auch mit anderen Worten, hab doch keine Angst vor mir. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Gott das nicht in Befehlston gesprochen hat, sondern mit einladender Stimme. Warum, könnte man jetzt sagen? Ja, wir brauchen nur mal auf seine Reaktion, auf das Nacktsein zu schauen, im Vers 21, dann bekommen wir sozusagen mit, was weiterhin geschah. Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau einen Rock von Fellen und zog sie ihnen an. Gott bedeckte ihre Blöße, indem er ihnen einen Fellschutz machte. Es war ihm nicht einerlei, was aus seinen Geschöpfen wird. Und ich habe es früher so leicht überlesen. Doch es wurde mir dann irgendwann deutlich gemacht, als ich mich auch auf dieses Thema vorbereitet habe. Er hat ihnen nicht nur einen Fellschutz gemacht, er zog es ihnen auch noch eigenhändig an. Das ist für mich eben auch eine Fürsorge, eine Liebe und Barmherzigkeit, eine Wärme, die Gott auch hier schon hat spüren lassen, trotz allem, was geschehen war. Ja, und so ist Gott, und nicht selten wird es uns ganz anders vermittelt. Und das Resultat ist deshalb in dieser Welt, dass viele Menschen vor Gott weglaufen, weil sie ein falsches Gottesbild haben, weil sie Angst haben, was ihnen wohl geschehen wird. Es ging mir auch so am ersten Abend 2001 im Herbst, als ich hier vor der Tür stand, dass ich wirklich sagte, als er noch Atheist, wenn ich da jetzt reingehe, was wird denn da eigentlich geschehen? Und das ging wirklich so 10 Minuten hin und her, fahre ich nach Hause oder gehe ich rein? Und ihr seht das Ergebnis, ich bin nicht nach Hause gefahren. Ja, und dann kommt das Glaubensleben. Und auch da frage ich mich, laufen wir nicht auch dann manchmal weg vor Gott?
Oder haben wir Angst, ihn wirklich und ohne Vorbehalte ganz in unser Leben hineinzulassen? Sozusagen ohne Netz und doppelten Boden. Doch das Gute ist, dass Gott bis heute nicht aufgehört hat, uns Menschen, seine Kinder zu rufen, uns nachzugehen und unsere Blöße zu bedecken. Und Gott setzt eben dem System der Angst sein System entgegen. Ein System, das nicht auf Angst, sondern auf Zuwendung, Barmherzigkeit und Liebe basiert. Und dieses Anziehen des Feldschurzes für seine ersten Kinder hatte ja eine ganz besondere Bedeutung. Das Fell im Garten Eden gehörte zweifellos vorher einem Tier. Ein Tier musste also sein Leben dafür lassen, um die Nacktheit, die Folge der Sünde, zu bedecken. Daraus wurde später der Opferdienst im Tempel. Doch auch der war nur ein Hinweis auf das Kommen, Sterben und Wiederaufstehen des Messias. Und auch unsere Nacktheit, auch heute, bedeckt Gott durch seinen Sohn. So heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wieder ist es Gott, der den ersten Schritt macht in Jesus, seinem eigenen Sohn. Und auch Jesus, sein Sohn, geht uns nach. Er beugt sich zu uns herab, zunächst durch sein Kommen auf diese Welt, dann durch sein Tod am Kreuz. Weiter herunter geht es nicht, gefolgt von seiner Auferstehung. Und selbst das ist noch nicht das Ende. Denn jetzt, zur Rechten seines Vaters sitzend, indem er uns den Tröster geschickt hat. Und eben dieser Jesus sagt uns doch etwas zur Angst in dieser Welt. In der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus selbst war dem System der Angst ausgesetzt, als er hier als Mensch auf dieser Erde weilte. Auf dem Weg zum Garten Gethsemane, so sagt es uns die Bibel, graute es sogar dem menschgewordenen Sohn Gottes. Es steht in der Bibel, es graute ihn sehr. Doch er hat letztendlich die Welt und die Angst überwunden durch seinen Sieg am Kreuz, durch seine Treue, durch den Glauben an seinen Vater, der selbst gesagt hat, wenn dieser Kelch an mir vorbeigehen kann, dann, aber wenn dein Wille es ist, so soll es geschehen. Und so ist es auch diese Liebe, die ihn das alles hat tun lassen, die die Furcht austreibt. So heißt es in 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Das ist die Vollkommenheit, nach der wir streben sollen. Vollkommen sein in seiner Liebe, frei von Angst vor ihm. Warum? Weil wir mit allem zu ihm kommen dürfen. Er bittet uns sogar darum, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Weil wieso will er uns denn sonst heiligen, wenn wir nicht zu ihm kommen? Ja, und auch das ist immer wieder Grund, Gott zu bestaunen. Er, der Schöpfer des Universums, wie sagt es, der spricht und es steht da. Der Lenker all der ganzen Geschichte, allmächtig und herrlich, beugt sich zu uns Menschen herab. Gnädig, barmherzig und voller Liebe. Und so heißt auch dieses Wort, er ist unser Heiland, dass er uns eben heil machen will. Und genau das will er wieder heil machen, was die Begegnung der ersten Menschen mit der Schlange kaputt gemacht hat. Die vertrauensvolle Beziehung zu ihm und auch untereinander. Und Jesus Christus allein kann es in uns vollbringen. Und genau deshalb lädt er uns auch ein, mit allem zu ihm zu kommen, um uns zu befreien, um uns zu heilen. Was können wir dazu tun? Ja zu sagen, wirklich zu ihm zu gehen, ihn in unser Leben hineinzulassen, weil wir keine Angst haben müssen, keine Angst vor Jesus und vor seinem Vater. Er lädt uns ein, ihn wirklich kennenzulernen, mit ihm durchs Leben zu gehen und auch von ihm zu lernen, von seiner Liebe und Barmherzigkeit, um sie der Welt zu zeigen.
Wahre Liebe treibt die Angst aus. Als ich mich über dieses Thema mit einem Glaubensbruder aus einer anderen Gemeinschaft unterhielt, dann kam ja, aber. Und was kam dann? Kennst du Sprüche 9, Vers 10? Da steht drin, die Weisheit, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Also sollen wir doch vor Gott Angst haben. Ja, Gott ist nicht nur herrlich, er ist auch heilig, er ist der Schöpfer des Universums. Und ich glaube, da fängt die Gottesfurcht an, ihn als Schöpfer des Universums und Lenker des Universums anzuerkennen. Das ist für mich auch der Anfang der Gottesfurcht. Doch als Gott dem Elia am Berg Horeb erschien, da gab es zunächst einen starken Wind. Der war so stark, dass es sogar heißt, dass es Berge zerriss und Felsen zerbrach. Doch dann heißt es, doch der Herr war nicht im Wind. Dann gab es ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Dann gab es ein Feuer. Steht in der Schrift, doch der Herr war nicht im Feuer. Dann kam ein stilles, sanftes Sausen. Und Elia, sein Antlitz verhüllend, trat aus der Höhle und der Herr redete mit ihm. Oder auch im Psalm 34. Ich habe bewusst mal aus dem Alten Testament einige Texte herausgeholt, um das mal zu zeigen. Ja? Dort steht, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Und warum? Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Er sagt sogar dann im Vers 12, kommt her, ihr Kinder, höret mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lernen. Und dann kommt's, wer ist, der Leben begehrt und gern gute Tage hätte? Vers 14, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Auch das ist Furcht vor dem Herrn. Das ist nichts anderes, als eigentlich ihm immer ähnlicher zu werden, der auch sagt, ich tue Gutes, lass ab vom Bösen, tu auch du was Gutes, lerne von mir, suche Frieden, den ich dir geben kann. Und deshalb steht dort auch in demselben Psalm, Vers 9, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Da lese ich keine Angst daraus, im Gegenteil. Und dann seinen Propheten Jesaja lässt er sagen. Ein Text, den viele sehr gut kennen. Vers 1, Jesaja 43, Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es ist wieder dieses Adam, wo bist du? Oder auch Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Oder auch in Jeremia 32. Da sagt er auch, und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun und ich will sie in diesem Lande einpflanzen in beständiger Treue von ganzem Herzen und ganzer Seele. Wovor dürfen wir Angst haben? Ich weiß noch, das ist ein paar Jahre her, da hatten wir ja auch mal Bibelgespräch. Und da war dann die Frage, die hatte ich dann in die Runde gestellt, wofür hast du in deinem Leben die allergrößte Angst? Mir war meine Antwort sofort klar, dass ich meinen Glauben verliere. Weil wir selbst begeben uns in unserem Leben selbst auf Abwege und müssen die Folgen auch tragen. Und wenn wir von Gott weichen, dann begeben wir uns auch aus einem Segensbereich heraus.
Und umso mehr wir das tun, umso mehr sind wir dem System der Angst dieser Welt auch ausgeliefert. Und diese Gottesfurcht, die im Alten Testament steht, wird nicht umsonst an sehr, sehr vielen Stellen mit dem Befolgen seiner Gebote verknüpft. So auch beispielsweise im Psalm 112, Vers 1. Dort steht Folgendes: Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet. Und jetzt wird's erklärt: der große Lust hat zu seinen Geboten. Da steht nicht, der aus lauter Angst seine Gebote erfüllt. Nein, hier steht, der Lust hat an seinen Geboten. Und das hat nichts mit Angst zu tun, sondern der einfach übersetzt halt heißt es, der weiß, dass es gut für mich ist, diese Gebote zu befolgen. Nicht, weil ich muss, sondern weil Gott sie mir gegeben hat, weil er mir Gutes tun will. Ja, natürlich gehört zu Gottes Furcht auch Demut, aber auch Treue und Gehorsam. Nun mögen die Wege, zu Gott zu kommen, sehr unterschiedlich sein. Wer Gott nicht kennt und nicht zu den Seinen gehört, der mag wohl auch Angst haben vor ihm. Und so kann auch selbst Angst Menschen zu ihm hintreiben. Doch wenn sie ihn wirklich kennenlernen durch seinen Sohn, treibt seine Liebe die Angst aus. Weil Demut und Angst nicht dasselbe ist. Demut sollen und dürfen wir lernen, Angst vor Gott haben nicht. Übrigens ist Liebe auch respektvoll. Systeme der Angst dagegen nicht. Und Respektlosigkeit erzeugt Angst und irgendwann auch Widerstand. Auch hier können wir von Gott lernen. Selbst er ist uns gegenüber doch stets respektvoll. Das geht sogar so weit, dass er es respektiert, wenn wir sagen, nein, ich gehe meinen Weg. Wenn wir uns sogar gegen ihn entscheiden, ist das kein Grund der Freude für ihn. Aber er respektiert es. Wisst ihr, was für mich die allerhöchste Form der Gottesfurcht ist? Anbetung. Mit Gott zu sprechen, aber auch ihn anzubeten. Das ist die allerhöchste Form für mich der Gottesfurcht im positiven Sinne. Und ein gutes Beispiel für diese wahre Anerkennung seiner göttlichen Autorität und damit für mich auch die letztendliche Form der Gottesfurcht ist eine Szene aus Offenbarung 4 und 5, die Thronraumszene. Die Thronraumszene, die in Offenbarung 4 beginnt und 5 aufhört. Hier finden wir, was es heißt, Gott zu fürchten und ihn in Geist und Wahrheit anzubeten. Ich lese es euch vor, bevor ich dann zum Ende komme. Offenbarung 4, Verse 2 bis 4 und 9 bis 11. Die Szene erst einmal. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. In einigen Übersetzungen heißt es Siegeskränze. Und wenn die, Vers 9, und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank, Gottesfurcht, geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt, was machen sie? Und legen ihre Krone, ihre Siegeskränze nieder vor dem Thron und sprechen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen
und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. So sieht es aus, wenn Gott in Geist und Wahrheit angebetet wird. Sie verneigen sich ehrfurchtsvoll vor Gott und legen ihre eigenen Kronen wieder nieder. Warum? Weil sie wissen, dass es eigentlich gar nicht ihr Sieg ist. Weil sie wissen, dass es nicht ihr Verdienst ist, sondern sie loben und preisen deshalb Gott, den Vater und seinen Sohn, weil sie es sind, die ihnen diese Krone verliehen haben. Sie wissen, mit Jesus sind sie alles, ohne ihn sind sie nichts. Sie wissen, wie wunderbar Gott ist, der seine Macht nicht missbraucht, um sie in den Staub zu drücken, sondern sie emporheben möchte zu ewigem Leben, weil sie gelernt haben, ihm völlig zu vertrauen und wissend, dass seine Entscheidungen die besten sind für sie, auch für sie selbst, und dass sie deshalb keine Angst haben. Sie legen diese Kronen nicht vor Angst in den Staub, sondern weil sie wissen, wen sie anbeten. Und das gilt auch für uns. Auch wir dürfen lernen, unsere Krone niederzulegen, freiwillig, weil von der Liebe Gottes, seiner Allmacht, seiner Vollkommenheit, seiner Reinheit und seiner Barmherzigkeit überzeugt und wohl wissend, dass wir wirklich keine Angst haben müssen, weil Gott nicht und gar nichts Böses mit uns im Sinn hat. Weil in Gottes Welt, die er für uns bereitet für die Ewigkeit, da gibt es keine Angst. Lasst uns davon lernen und uns ein Beispiel daran nehmen. Paulus fasst das nochmal zusammen. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Amen. Ja, Herr Jesus, du hast das Beste für uns im Sinn. Unser Bestes. Und deswegen möchtest du auch, dass wir mit allem zu dir kommen, mit allem, was uns bewegt, mit allem, was uns belastet. Du sagst, kommt her zu mir, die mühselig und beladen seid, denn du willst uns heil machen. Angst steht dabei im Wege. Angst heißt, in dieser Welt manchmal nicht zum Chef zu gehen, weil man sagt, wer weiß, was da auf mich wartet. Doch das dürfen wir niemals übertragen auf dich. Du möchtest, dass wir zu dir kommen, egal was ist. Und gerade wenn wir irgendwo in einer Versenkung verschwunden sind, gerade wenn uns gerade das Leben zeigt, dass es nicht einfach, dass es eben nicht ein gerader Weg ist, gerade wenn wir Sorgen und Nöte haben, gerade dann möchtest du, dass wir zu dir kommen und dass wir uns nicht verkriechen vor Angst. Das hast du uns in deinem ganzen Wort gezeigt, dass du sogar extra deshalb in die Welt gekommen bist. Und du hast uns zugesagt, auch wenn wir hier in dieser Welt natürlich Ängsten ausgesetzt sind, dass du bei uns bist, bis ans Ende aller Tage. Amen.